ein Dachthema für das nächste Jahr sein wird, das zu unterstützen, denn ich denke, wir, wie wir hier versammelt sind, sind auf der ziemlich privilegierten Seite unterwegs und da gibt es andere, die nicht in einer solchen Situation stecken. Jonna Bringel, ihr seht schon, das ist das neue Heimtrikot für diese Saison. Jonna, du bist jetzt ein paar Wochen hier beim Club. Erzähl mal, was war für dich der ausschlaggebende Grund zu sagen, ich gehe den Schritt nach Nürnberg und vor allem, wie ist dein Eindruck bislang von den Mädels? Und ich bin absolut überzeugt von der Qualität dieses Kaders, von der Qualität der Mannschaft, sowohl auch des Trainerstabs und des Staffs. Und ja, freue mich einfach hier zu sein und dann auch hoffentlich bald loszulegen. Vielen Dank. Die Leute kennen dich als Fußballer, aber beschreib uns doch mal ein bisschen, wie bist du als Trainer, auf was legst du Wert? Auch von mir erstmal hallo an alle. Ja, wie bin ich als Trainer? Ich versuche sehr kommunikativ, ehrlich zu sein, eine gewisse Art von Disziplin, Respekt ist mir wichtig und ich freue mich, jeden Tag auf dem Platz zu stehen, das zeichnet mich als Trainer aus. Die beiden bleiben noch hier, alle anderen sind somit erstmal entlassen. Super. Ja, ich kann mich eigentlich nur ganz herzlich bedanken im Namen von unserem gesamten Team, im Namen von Housing First, die heute auch mit hier sind und natürlich im Namen von unseren Verkäuferinnen und Verkäufern. Es hat uns sehr gefreut, dass wir heute auch mit hier sein durften. Genau, dass wir den Abend mit Ihnen verbringen durften, so viele nette Gespräche auch an unserem Tisch geführt haben und über diese Summe bin ich eigentlich sprachlos. Herzlichen Dank.